grüßt euch. Ich bin heute mal richtig fleißig. Nicht, dass ihr denkt, ich ziehe mich nicht um, weil ich gleiche Mütze, gleiche Hose, gleiches T-Shirt jeden Tag an habe. Ich habe heute mal drei Videos durchgemacht, und zwar den Spartan MX Raceport Scheinwerfer und das Dashboard von denen. Dann den Racecap, die Racecap-Dichtung in der Gabel und in den Rädern. Und jetzt kommen wir aber zum geilsten Part, den ich je gestellt bekommen habe. Und zwar von Cooper. Also mit das geilste Teil, was ich je gestellt bekommen habe. Habe es in meiner 18er TBI schon gefahren. Ist ein absoluter Gamechanger. Der Umbau ist denkbar simpel. Muss es halt erleben. Das kommt auf dem Video gar nicht so rüber, weil wie jemand ans Gas geht und seine Fahrcharakteristiken sind immer unterschiedlich. Aber ich werde es euch erklären. Das ist ein relativ, in Anführungsstrichen, trockenes Video. Aber wir müssen mal mit ein paar Gerüchten und ein paar Dinge über und um KTM aufräumen. Und da geht es hauptsächlich auch mit um die ganze Elektronik und um die Transparenz der Firma zum Kunden hin. Also wen das interessiert, es wird ein relativ labriges Video, aber ja. Wir bauen hier auf jeden Fall erstmal ein, das ist halt gar kein Stress. Sitzbankschraube raus, Sitzbank runter, dann habt ihr hier diese vier Gummipömpel. Das Steuergerät drauf sitzt, das Originale. Zieht ihr einfach raus, macht es ab und nehmt quasi den heiligen Gral der Enduro-Szene, nenne ich es mal. Steckt das einfach an, verriegelt den Stecker wieder und setzt es auf diese Gummipins auf. Ich mache da immer zum Beispiel einen Spritzer WD-40 drauf, wenn ich da dran bin oder so, weil da ist halt immer viel Staub oder Dreck oder weiß ich nicht dran. Geht um normales Fett, irgendwas, was ein bisschen schmiert. Sitzbank wieder drauf. Und das war der ganze Umbau. Ich kann das gar nicht erklären, das ist wirklich der Original, der ist ja so ein bisschen stoppig und belastet. Aggressiv hoch, keine Frage. Aber hört doch einfach mal hin, ihr erkennt es selber von euren 300ern, wie die ans Gas geht. Und vergleicht es mal damit. Also ich mach's nochmal, wenn ihr guckt mal auf meine Hand, wie die einfach schon am Gas hängt. Krieg ich echt einen harten, ohne Scheiß, wie eine scheiß fucking Vergaser, die perfekt abgestimmt ist. Das ist Wahnsinn. Also ich habe mit dem Brani, um ins Detail zu gehen, das ist mein Kontaktmann zu Cooper Ecosystems, geschrieben, und er hat mir viele Details mit auf den Weg gegeben, die ich euch mit auf den Weg geben will, weil es kursieren viele Gerüchte, dass die ECU von Cooper das macht und ihr braucht noch das und ihr müsst jenes machen und bla bla bla. Ihr müsst noch mal einfahren, ihr müsst antakten, alles Schwachsinn. Sitzbank runter, Steuergerät raus, Steuergerät rein, Sitzbank drauf, fertig. Und man merkt auch sofort, dass es ein bisschen mehr nach Öl riecht, weil die nicht mehr mit so wenig Öl und so. Also ja, wir gehen jetzt mal ein bisschen ins Detail. So, wie gesagt, Steuergerät ist drin. Ihr müsst das erleben, wenn ihr jemand habt, der das Steuergerät hat, Fahrtsprobe. Oder legt zusammen, einer von euch nimmt es erstmal und dann tauscht ihr, ihr werdet sehen, ihr werdet es alle kaufen. Ich habe jedenfalls mit dem Brani viel Mailverkehr gehabt, was die Details und so weiter angeht. Ich hatte zwar angeteasert, dass es Diagramme gibt, wo man die Unterschiede sieht zwischen Standard-ECU mit Sportform-Mapping, Extrem-Mapping, bla bla bla, was es da alles für Spirenzchen gibt und dem Cooper-Mapping. Das Problem ist, die ganzen Leistungsdiagramme vom Prüfstand, das sind alles nur Volllastdiagramme. Meistens fahren die sich ja ein, dann sechster Gang bis auf 2.000-3.000 Umdrehungen fallen lassen und dann Vollstoff gib ihm. Aber wann gibt man denn im sechsten Gang aus dem Drehzahlkeller Vollgas? Das ist Schwachsinn. So dieser Teillast, dieses Fahrdiagramm bräuchte man. Und das kann man auf dem Prüfstand einfach nicht simulieren. Man muss es in dem Moment wirklich einfach, man muss sagen, vertraut der Sache. Es ist relativ teuer, ja, 600 Euro ist viel Geld. Aber es ist ein absoluter Gamechanger. Es ist einfach ein anderes Motorrad. Man kann das gar nicht anders beschreiben. Ich habe zum Beispiel gefragt, ist das jetzt, was gibt es denn alles für ECUs? Gibt es da Racing, Hard Enduro, Extrem Enduro, bla bla bla? Und jetzt ist eine Performance-Software drauf.
Es gibt weit über 240 Softwareversionen für die Cooper EQs, für alle möglichen Lösungen, und die ist jetzt für Soft- und Hard-Enduro. Hard-Enduro wird es gar nicht mal so weit geben, weil es wird bald nur noch eine Racing-EQ geben, und das ist dann quasi so ein Allrounder. Der ist dann für alle Terrains und Gegebenheiten so ein bisschen individuell angepasst, und das ist so ein kleiner Alleskönner, so genau. Die Unterschiede zur KTM-EQ sind halt entgegen der, sie spritzt mehr Öl, mehr das, mehr jenes. Ein bisschen Malz steckt da überall drin, aber die Hauptunterschiede zur KTM-ECU sind das Ölmanagement, wann sie taktet, wie viel sie taktet, und zum Beispiel, wenn man bei der KTM das Gas zudreht, wird die Ölpumpe nicht mehr angetaktet. Das ist hier anders. Wenn du zum Beispiel lange im Schiebebetrieb fährst, kriegt sie einfach zu wenig Öl. Und das ist hier halt anders. Selbst wenn du hier im Schiebebetrieb bist, die Ölpumpe arbeitet noch mit und du hast nie eine Mangelschmierung seitens der Ölpumpe. Das ist so schon mal das Wertvollste, was den Verschleiß enorm minimiert. Und das sieht man auch, ich habe es bei meiner anderen TPI gesehen, 100 Stunden, und die sah nach genau nichts aus, weil die immer wirklich perfekt Öl hatte. So, die Hauptargumente für eine ECU von Cooper sind wirklich die Langlebigkeit des Motors, dass er besser geschützt ist. Das Ansprechverhalten habe ich euch gerade versucht auf dem Video mitzuteilen. Das ist einfach der absolute Oberknaller, und es kommt wirklich an einen Vergaser hin. Das nervt hier draußen, oder, Leute? Es sorgt für viel, viel mehr Langlebigkeit. Natürlich geht der Ölverbrauch ein bisschen nach oben, aber das sollte man abkönnen, denke ich. Das Ansprechverhalten habe ich euch gerade versucht zu demonstrieren. Das ist abgefahren. Also wirklich, das ist dann eine 300er. Die TPI hat ja im Vergleich zur normalen Vergaser 1700 zum Beispiel 6 bis 7 PS weniger. Und die TPI, da wollen wir gleich gar nicht drüber reden. Da kannst du einfach auch schon Simme fahren, gefühlt. Natürlich bleibt es eine Akro 300er. Aber was die ganze Performance angeht, werden die Buden langsam echt unterirdisch. Weil KTM halt nicht entwickelt, sondern nur Ideen und Konzepte klaut. Aber dazu gleich mehr. Also TPI ist TBI-System weit überlegen, und mit der Cooper halt auch noch den Vergaser. Die Cooper EQ schützt aber nach wie vor nicht vor schwachsinnigen Modifikationen, zum Beispiel irgendwelchen wilden Umbauten. Das ist wie wenn ihr ein Turbo-Auto baut und ihr habt eine scheiß ECU drauf, frei programmierbares Steuergerät. Wenn das nicht stimmt, fährt die ganze Karre scheiße. Kannst du ja genauso vergleichen. Vielmehr hat Brani mit auf dem Weg gegeben, sollte man darauf achten, wirklich gute Sprite zu fahren, 102 Oktan, ganz, ganz wenig Bioanteile, Luftfilter ganz wichtig und immer schön Ölen sauber machen. Das sind so Dinge, die euer Motorrad am Leben halten. Was auch mal gefragt wurde, direkt im Vorfeld, wo ich eine Story gemacht hatte, dass ich jetzt Cooper ECU fahre, ob man sein Steuergerät hinschicken kann, die eine Software aufspielen und es zurückschicken. Darauf Brani, nur komplett von Cooper erwerbbar, also man kann jetzt zum Beispiel nicht seinen hinschicken. Das hat Software und rechtliche Gründe, da hat KTM wieder richtig schön reingeschissen. Das geht nicht. Wie gesagt, die KTM-Software wurde so entwickelt, der KTM, dass der Motor früher oder später den Geist aufgeben muss. Und die haben das mehrere Stunden, hunderte Stunden getestet. Das ist eigentlich mies, oder? Du kaufst ein Motorrad, was wie Autos heutzutage so konzipiert ist, dass es schnell kaputt geht. Ich weiß nicht. Und Cooper fährt ein anderes System auf der ECU, deswegen können sie das auch gar nicht so adaptieren. Die sind ja meistens auch schreibgeschützt. Genau das Detail weiß ich da jetzt nicht. So, kommen wir eigentlich zum wichtigsten Part, um mal ein bisschen aufzuräumen. Was TPI und TBI-Systeme von KTM angeht. Das TPI-System hat nicht KTM entwickelt. Das ist eine Cooper-Entwicklung, von dem das Steuergerät ist. Die haben quasi das TPI-System entwickelt und das Patent. Deswegen können die auch so extrem spezialisiert und individualisiert auf den Motor eingehen. So, und jetzt kommen wir mal zum schlimmsten Punkt eigentlich. Die Motorräder von KTM und Husqvarna Gasgas werden ja gefühlt jedes Jahr ein Taui teurer. Ich glaube, eine 24er XC kostet ja jetzt um die 12.000 Euro. Top. Ihr habt jetzt so ein Closed Cartridge Fahrwerk. Oh, das gab es vor 6 bis 8 Jahren schon mal. Top. Also was ihr an der Entwicklung reinsteckt, ist echt ein Witz. Also was die EXCs und vor allen Dingen, ich hatte schon mal in der Story geteilt, beim PDS hinten, dass die Dämpferaufnahme bei den Modellen bis 23 schreibt runter und ab 24 gehen die Stoßdämpfer kaputt. Ey Leute, wer konstruiert denn sowas? Gibt's bei euch jeden Freitag eine Rotweinrunde, die dümmste Idee wird genommen? Das ist jetzt kein Hate oder Flame gegen KTM, aber ihr macht euch wirklich lächerlich. Ihr macht euch wirklich lächerlich. Das ist echt. So, die TPI-Entwicklung ist von Cooper. Das hat nicht KTM entwickelt, und dann zu sagen, hier, wir sind's. Das hing einfach nur irgendwie damit zusammen. Kann auch wieder nur das wiedergeben, was ich gehört habe. Cooper war lange fertig, das System stand, alles war top.
Und 17 kam nochmal vergaß, weil Mikuni nicht die Ölpumpen liefern konnte oder irgendwas hing da mit Lieferengpässen zusammen. Sonst hätte 17 schon die TBI gegeben, weil das hat, wie gesagt, nicht KTM entwickelt, das wurde von anderen für die gemacht. So, nach 6 Jahren denken sie sich, bauen wir was Neues, bauen wir eine TBI. Denkt ihr, das TBI-System ist von KTM? Das ist von Yamaha. Das ist ein 20 Jahre altes Patent, was jetzt ausgelaufen ist von Yamaha. Das haben die, glaube ich, ich habe mal recherchiert in Skidus, Jetskis und Snowmobilen und so weiter, was Zweitakt war, haben sie so das TBI-System, Throttle Body Injection, also Drosselklappen-Einspritzung, schon gehabt. Das Patent ist jetzt ausgelaufen, KTM, Patent her, drauf, und baut sie ihre Buden und sagt, ach, guckt, was wir für euch entwickelt und gebaut haben. Das ist doch lächerlich. Das ist einfach aufgefressener Apfelkuchen. Und dafür 12.000 Euro bezahlen, weiß ich nicht. Gar keinen Bock. Also ich will da auch gar nicht zu groß ins Detail gehen, weil ich brauche euch nicht alles erklären, das ist einfach so roundabout, was halt jeder technische Laie versteht, weil es gibt ja nicht nur technisch versierte Leute, die meine Videos gucken, sondern auch Laien oder Neuanfänger, und da muss man jetzt nicht zu intensiv reingehen. Also was ich auf jeden Fall sagen kann, ist, dass mit der Cooper, eure KTM, Gas oder Husky, zu einem perfekt abgestimmten Motorrad wird in jeder Lebenslage. Es ist einfach ein ganz anderes Gefühl, das kann man gar nicht beschreiben. Unten raus, die hat so einen Drehmoment, das macht so viel leichter zu fahren, obwohl die 300er eh schon easy zu fahren ist. Das ist wie ein Fahrrad, kann es gar nicht beschreiben, muss es probieren. Ja. Und das mit den TPI und TPI-Entwicklung, das ist halt nichts von KTM, ne? Obwohl die sich auf der Brust schreiben, also da ist das Verhalten seitens dieser Firma echt fragwürdig. Aber sei es drum. Ich hoffe, ich konnte euch vielleicht überzeugen davon, einmal richtig Geld in die Hand zu nehmen und dann ein richtig geiles Motorrad zu haben. Und wenn nicht, dann trotzdem danke fürs Angucken. Ich bedanke mich auf jeden Fall bei Cooper. Also dicke Props, dass ihr das an mich rausschickt und mir das Ganze zur Verfügung stellt. Das ist echt nicht selbstverständlich. Das ist einfach ein riesen Batzen Geld, der hier jetzt drin steckt, den ich von euch bekommen habe. Das Vertrauen, was ihr mir da entgegenbringt. Ich bin da unsagbar dankbar und werde damit jetzt wieder richtig Spaß haben, weil ich kannte es, wie gut eine TPI funktionieren kann von meiner 18er. Und jetzt das, es war cool, es war fahrbar, aber es war nicht das, was ich kannte, wisst ihr das? Das ist, jetzt habe ich wieder das, was ich kenne. Wenn ich wieder fit bin, kann ich quasi wieder Richard Dagge machen. Gut Leute, ich bedanke mich wie immer fürs Einschalten. Lasst ein Like und ein Abo da, wenn euch solche Videos gefallen, die nicht immer nur ums Fahren gehen oder um Schrauber-Content oder Tutorials von Problemlösungen, sondern auch mal Produktvorstellungen oder sowas. Also, bis bald, euer Pixel-Duo. Haut rein!